Ja. So kann man das sagen. Er war da wirklich ein Pionier. Also darauf gekommen ist er eigentlich, weil er festgestellt hat, dass seine Friseure in dem Salon oftmals Ekzeme an den Händen hatten. Und dann hat er gesagt, wenn das erstmal bei meinen ganzen Mitarbeitern an der Haut, an den Händen ist, mit denen sie arbeiten, was ist dann überhaupt auf der Kopfhaut meiner Kundinnen los? Und so kam er da ins drüber nachdenken und hat dann aufgrund seiner Liebe zu Pflanzen, seiner Affinität, die ersten Shampoos selbst gebraut. Und daraus ist dann eben diese große Marke entstanden, die es mittlerweile in über 50 Ländern der Welt gibt. Wahnsinn, ich stelle mir das gerade so vor.